So, ja, nach diesmal knapp anderthalb Stunden Wartezeit, arg verspätet, war es dann endlich soweit. Ja, die Streamer konnten dann endlich ins Fortnite-Match rein, beziehungsweise sich in Fortnite einloggen. Na, schauen wir da mal ganz kurz. Hier haben wir zum Beispiel das Scissors. That Was. is the sickest, obviously. But apart from the final one, that's good. That's good, but this next one is the best. That is, wait, no. Maybe the other one. Either way, whatever. Spiderweb's great. So, das war jetzt hier mal Scissors. Dann schauen wir mal rein. So, wen haben wir denn noch? Courage D. Machen wir den mal rein. Wie reagiert er denn überhaupt? Er ist natürlich hammer happy. Das Battle Pass upgraded. Nice, 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 nice. So, das war Courage T. Seine Reaktion. Dann haben wir hier. Nochmal eine Reaktion auf den Start. Gehen wir da mal rein. Mega geil, Leute. Ich bin auch so gehypt hier gerade. So nice. Es ist so nice. Nice, Leute. Nice, Leute, ehrlich wahr. Wen haben wir denn noch hier? Wen haben wir denn noch? Jetzt haben wir hier noch. Ja, ihn wieder, genau. Okay. Oh mein Gott! Den Bei dir war es vor der Session bei mir auf dem Bett, was hast du gemacht? Kotiko, der Koito. Ich finde den Typen so witzig, ey. Ich finde den Typen so witzig. Geil. Oh mein Gott! Oh, Battle Pass Bonus, ja schon mal, wie auch im Bett, was wir vorher schon gesehen haben, haben wir da mal so einen Mega-Bonus bekommen. Okay. Alter, was haben wir hier bekommen, Leute? Hä? Oh mein Gott, was geht hier ab, Leute? Hier, ja, wie funktioniert der? Okay, wir wissen eigentlich, wie das funktioniert. Das ist ja wahrscheinlich nur für die Neulinge. Ich kann mal sagen, Leute, wir gehen jetzt direkt hier rein und kaufen uns diesen Battle Pass. Warte mal, wir gucken nochmal hier schnell. Ah. Werden wir auch gleich machen. Werden wir auch gleich machen. So. Wir auch gleich machen. Hier bei der Sache, Leute, war es wieder ganz kompletter Reno hier. Digga, ich glaube jeden. Ich glaube jeden einzelnen. 100%. Ein Mod wird auf den ich will. Oh mein Gott, okay, Leute, let's go. Patch, oh Gott, Leute, komm hier rein, bitte, bitte. Die kommen bitte rein, bitte auf Ehre. Leute, macht die Türen bitte auf. Da war er richtig happy gewesen, dass Oh er mein Gott, endlich komm rein. reingekommen ist nach Hier, komm rein. anderthalb Stunden. Komm rein. Ist das witzig? Ja, meine Güte.
Er war richtig gehypt, dass er endlich reingekommen ist. Wen haben wir dann hier noch? Hier haben wir jetzt noch Fix. Jawohl. Fix. Schauen wir mal, wie war denn eigentlich die Reaktion von ihm? So. Let's go! Battle Pass Bonus! Alle besonderen Dankeschön für den Torwitz Battle Pass Season 5, Packs zu 7-6 mit 5 kostenlosen Stufen an. Alles klar! Battle Pass Stufen auf Stufen, alles klar. Oh ja, alles weg. Nice, ein Wort. Okay. Wie funktioniert der? HP ist nicht, ich weiß, wie der Battle Pass funktioniert. Okay, verpiss dich, ich weiß, wie der Battle Pass funktioniert. Okay, alles klar. Oh mein Gott. Ja. Ja, das waren so hier die Reaktionen gewesen. Und ich würde sagen, dann mache ich doch mal Folgendes jetzt hier und dann müsste doch mal hier irgendwo jetzt. Na, wo ist es denn? Auch nicht. Da sind wir soweit. Gehen wir mal rein, dann machen wir das jetzt auch mal, den Spaß. Gucken wir mal. Wir starten das jetzt auch, das Ding. Und dann holen wir uns den Battle Pass und wir schauen da jetzt auch mal rein. Ich meine, das, was die anderen machen, können wir auch. Soweit. Jawohl. Es startet, Leute, es startet. Alter, ist das geil. Alter, ist das geil. Es ist so nice, Leute. Es ist so nice. Ich freue mich riesig. Alter, ist das der Hammer, oder? Das ist echt der Hammer. Mega nice. Fett. Echt fett. So, da haben wir den Battle Pass Promise. Mit 5. Ja, okay. Also wir sind jetzt schon in Stufe 6. Da bekommen wir hier diese Items und diesen Winke-Winke Emote. Nice. Wow, und jetzt geht's los, Leute. Jetzt ist es soweit. Ja, schauen wir doch mal. Gucken wir doch einfach mal rein. Ja, gut, das kennen wir schon, aber schauen wir uns doch an, was gibt's denn hier aktuell? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich muss gucken, bin ich jetzt auch hier im richtigen. Das ist der richtige Account. Oder? Jawohl. Ja, dann holen wir ihn noch mal. Den Battle Pass. So, jetzt ist es soweit. Ja, Mann! Habe ich ihn jetzt mal für den Herrn sofort geholt. Er ist ja noch in der Schule. So, was. Oh, es sieht so nice aus, ne? DJ Yonder sieht so nice aus. Mega geil. Calamity, auch der Hammer. Okay. Okay, 100 V-Bucks haben wir da schon. Schauen wir mal gleich hier rein. Würde mich mal interessieren. Hier gibt es doch bestimmt wieder irgendwelche. Okay. Ja, schauen wir mal ganz kurz durch. Was gibt es denn hier überhaupt aktuell im Battle Pass? Oh, was ist das für ein Gleiter? Naja. Also der ist ja jetzt nicht so wirklich. Was ist das denn? Was soll das denn bitte schön sein? Kann mir das mal einer erklären?
aus wie eine Kackwurst auf einem Kuchen. Gut, schauen wir mal weiter. Was gibt's hier alles? Und nicht Vivax wieder. Da ist dann das erste Pet. Geil. Das ist nice. Squeaky clean. Was ist das? Das ist ein Sound oder was? Kann ich nicht hören, den Sound. Wieso kann ich den nicht hören? Dann haben wir hier einen Umhang. Fabled Cape. Okay. Smash Up. Eine neue Picke. Aha, okay. Das ist hier so ein Mischpult. Was gibt's denn hier alles? Okay. Alles klar. Crossfire-Glider. Ist auch nicht so wirklich prickelnd. Das ist tatsächlich. Ja. Ja, ich habe mal so ein ähnliches Ding. Allerdings nicht als Lama, sondern als Pferd. Nee, es war eine Kuh. Ich hatte eine Kuh. Ich habe mal so ein. Das, die heißen ja Sit-Ons oder so, ne? Die Dinger. Für Fasching. Da habe ich mir so ein Teil geholt. Mit einer Kuh. Und da bin ich quasi eine Kuh geritten. Das sah dann in etwa so aus wie das hier. War schon nice. Also ist auf jeden Fall aufgefallen. So, dann haben wir hier Pümpel, okay. Ja, das sind diese Tomaten, mit denen die sich beschmeißen können. Und da haben wir das nächste Pet, Camo. Das ist hier so ein kleines Chamäleon. Richtig geil. Sag mal hier. Okay. Ja, besonders prickelnd ist der ja jetzt nicht wirklich, ne? Also, was ist? Valkyrie. Jetzt nochmal V-Bucks, V-Bucks. Okay. Ein Lama. Ein Zelt. Okay. Oh. Oh. Ein Kutschengleiter. Mit Gold drin. Eine Goldkutsche. Und was ist das? Ist das ein Sarg da drauf? Eine Goldkutsche und ein Sarg drauf. Ja, nice. Das Ding sieht schon cool aus. Das ist ein cooler Gleiter. Auf jeden Fall. Der gefällt mir. Schauen wir mal weiter. Was gibt's hier noch? 100 V-Bucks. Und da ist der nächste, der Scales. Das nächste Pet. Das ist der kleine Drache. Ich war gespannt, was der so kann. Sieht auf jeden Fall mega nice aus. Fade, okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich ahne schon das Allerschlimmste. Ich kann mir schon sehr gut vorstellen, das hier wird. Das werde ich oft zu sehen bekommen von dem Herrn sofort. Oh, was haben wir hier? Hier haben wir jetzt Rotkäppchen. Das sieht ja nice aus. Ey, wow. Das Rotkäppchen sieht aber nice aus. Wow. Ist echt nice. Cool. Nicht schlecht gemacht. Also so ein bisschen Piraten-Style-mäßig. Cool. Nices Rotkäppchen hier. So, was haben wir hier als nächstes? Da. Nochmal 100 V-Bucks. Ja, irgendwie das hier kann ich noch nicht hören, ne? Das geht nicht irgendwie. Da gibt es mit Sicherheit noch irgendeinen Trick oder so. Oh, das sind Wings, Flügel. Nice. Nicht schlecht. So, was gibt's hier noch? Dann gibt's hier die Toilettenpapierrolle. Und da ist das nächste Pet. Bonus die Extra Style Option. Okay. Tomato Temple. Oh, was war das jetzt?
Naja, so prickelnd ist der Emote jetzt aber auch wieder nicht. Oh, da hinten sehe ich schon was Heißes. Da sehe ich schon was Heißes. Aber bevor wir da hingehen, gucken wir erstmal, was es hier noch alles gibt auf dem Weg dorthin. Also das ist auf jeden Fall, da hinten sieht cool aus. Na, das ist. Okay. Aha. Oh. Alter. Oh mein Gott. Alter, sieht dieser Skin geil aus. Jesus, Maria und Josef. Holy shit. Was ein nicer Skin, ey. Wow. Vampir-Style. Übelst. Übelst. Auf Level 71. Nice. Nice, 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 nice. Gut, gucken wir mal weiter. Hier haben wir jetzt den Scales in Pink. Den kleinen Drachen. Hier haben wir schon wieder Tomaten, mit denen wir schmeißen können. Oh, das ist ein Gleiter, ne? Das ist der, ein epischer Gleiter. Ja. Nice. Auch richtig, richtig nice. Kommt jetzt nicht an den Ice Dragon ran, aber ist auch richtig geil. Mein lieber Scholli, ist der cool. Nice. Der Gleiter ist für mich schon jetzt ein kleines Highlight hier. Und die Vampir-Lady. Auf jeden Fall sehr, sehr nice. Was ist das denn? Oh mein Gott. Nein, Leute. Nein, bitte nicht. Oh. Und das auf Level 86, ist das euer Ernst? Kann nicht euer Ernst sein. Bitte nicht. Nightcloak, okay. Sieht nicht schlecht aus. Ja. Sieht ganz nice aus. Auf jeden Fall ein schöner Umhang. Hier haben wir wieder ein Pet. Bonesy jetzt in Mokka. Okay. Ja, mega nice, Leute. Mega nice. Also der Tanz, der ist cool, der Flamingo. Der Level 100er, okay. Jetzt bin ich mal gespannt. So, hier haben wir nochmal einen Scales-Drachen und da hinten der Level 100er. Was ist denn mit dem? Warten wir einfach mal. Oh, da, das ist der Werwolf. Ah, das ist der Werwolf. Okay. Okay, in Schwarz sieht er natürlich richtig geil aus. In Schwarz sieht er richtig geil aus. Was ist das denn jetzt? Warum ist das so laut? Okay. Er sieht schon richtig nice aus, ne? Der Werwolf. Auf jeden Fall eine coole Sache. Ja, da würde ich mal sagen, dann schauen wir doch mal in den Locker jetzt rein. Sind ja jetzt hier zwei. Genau. Schauen wir hier mal rein. Calamity. Und dann gibt es Edit Style. Schauen wir mal, wie sehen denn die anderen Styles aus überhaupt? Okay. 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 Nice. Das ist schon nice. Sieht schon richtig, richtig cool aus, muss ich echt sagen. Dann gibt es hier noch verschiedene Hüte, ne? Oh. Wow. Coole Sache. Und wie sieht der hier aus? Der DJ Yonder, da gibt es doch mit Sicherheit, da gibt es keinen Style. Okay. Der ist so schon fertig. Auf jeden Fall mega nice. Der DJ Yonder. Cooler Emote. Cooler Skin. Auf jeden Fall richtig, richtig nice.
Gucken wir uns die auch nochmal an. Edit Style. Ja, da kann man aber irgendwie seltsamerweise jetzt nicht ranzoomen. Ja, auf jeden Fall eine coole Sache. Ja, anfangen jetzt mit einem Match werde ich nicht. Auf keinen Fall. Dafür schaue ich mir dann mal an, was denn die anderen so gemacht haben. Auf jeden Fall nice. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite News mit mir, dem Mann gleich, oder Fortnite Action mit dem Mann sofort. Macht's gut, bis dann und tschüss.